damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Rot. Ich habe zwischendurch mal die Pokémon geheilt und Pika Girl auf die erste Stelle getan. Denn sie braucht noch Training, ne? Ist halt ein Weibchen, obwohl man es nicht sieht. Schade, dass es schon früher nicht Männchen oder Weibchen gab vom Pokémon. Wäre auch cool gewesen, dass man da dann eventuell wie bei Nidoran Männchen und Nidoran Weibchen auch so ein Zeichen hingestellt hat. Egal, ob es da ein paar Pixel mehr waren oder weniger, das ist ja eigentlich dann eigentlich relativ. Ja, ein nächster Tag. Ich freue mich schon richtig, was uns noch da alles erwarten wird. Und Pika Girl räumt jetzt gerade alles ab. Hammer. Ich bin mit den Leveln eigentlich sehr zufrieden, was wir gerade haben. Also zwei Pokémon werden sich dann bald entwickeln. Also Sandra und Eminem Fan. Pika Girl lasse ich eventuell mit dem Donnerstein weiterentwickeln zu Raichu, was eigentlich anders da auch nicht geht. Aber ich meine, erst in einem bestimmten Level, weil ich glaube, Raichu erlernt dann keine weiteren Attacken. Deswegen warte ich erstmal lieber, bis Pika Girl Donner kann. Kommt halt drauf an, ob ich es überhaupt in ein Team mit reinschmeiß. Und diese Dame hat ein Pummeluff. Huch, sollen ich etwa Annäherungsversuche. Sollen das eventuell Annäherungsversuche sein? Ich frage mich, warum die Mädchen und die Girls da drin so auf Körpernähe stehen. Also haben da bestimmt ein Gesicht wie Pummeluff und wollen dann Körpernähe. Da tut mir es dann aber leid. Wenn man dann Nein sagt, ne? Oh. Da taut schon etwas rein. Aber ich wollte nur aber sagen. Ich wollte nicht, dass du mich einschläfen lässt und mit deinen großen Pupillenaugen. Jetzt penne ich wieder, ja. Ist aufgewacht, aber ich glaube, das nützt sowieso nichts mehr. Schlug fehl. Versuchen wir es mal mit einer Donnerwelle. Ist paralysiert. Versucht Aussetzer zu machen, aber. Ach so. Okay, das ist gut, dass das blockiert wurde. Ich habe gemeint, jetzt wäre Donnerschock blockiert. Dann wohl doch nicht. Dann hat es wohl Heule erwischt. Auch nicht schlecht. Und es scheint so, dass wir es eventuell schaffen. Und wir schaffen es auch. Yay! Und mit den nötigen Können und natürlich Herausforderungen schaffen wir jeden Trainer hier drin. Bleib mir fern! Ja, jetzt auf einmal. Nur weil ich dann Schnucki-Pokémon getötet habe oder was. Ja, ja. So kennen wir sie. Das ist kein Trainer, glaube ich, ne? Puh, ich muss eine Pause machen. Der Weg durch den Tunnel aus Azuria City ist sehr beschwerlich. Warum gehst du zurück? Man kann ja eigentlich, glaube ich, dann auch gar nicht mehr zurückkommen, oder? Also dann, wenn man dann durch den Mondberg ist, dann kann man ja, glaube ich, nicht mehr zurückkommen. Willkommen im Pokémon Center, wir heilen deine Pokémon. Das wissen wir schon, dass du unsere Pokémon heilst. So, und da haben wir einen Opi. Hallo, möchtest du ein Geschäft machen? Ich gebe dir einen exzellenten Carpador. War das jetzt nicht? Exzellenten Carpador. Ja. Für läppische 500 Pokédollar. Interessiert? Natürlich. David erhält Carpador. Möchtest du Carpador einen Spitznamen geben? Nein. Das werden wir sowieso in unserem Ding verfrachten. Jetzt können wir es mal verwenden. Du hast Zugriff auf das Pokémon-Lagerungssystem. Pokémon ablegen, wir legen Carpador ab. Ablegen. Ach ja. Kennt ihr die Zeit noch früher, wo ihr an euren Link-Kabel getauscht habt? Also früher mit euren Freunden. Das war eine herrliche Zeit, oder? So, was haben wir denn da? TM12. Und da versteckt sich auch eins. Und da haben wir Trank. Nice, nice. Käfersammler wetten. Wer da, wohin man schaut, überall nur zwielichtige Gestalten. Hey! Alter! Ich weiß ja auch, woher die heutige Jugend kommt. Wer dir? Honio. Ja, hab ich doch gewusst, ey. So, dann benutzen wir einfach mal einen Donnerschock, einfach mal, ne? Ganz einfach und unbeschwerlich. Und vergiftet. Wie ich das liebe. Er kommt nicht mehr heilend raus, das zeige ich euch jetzt schon. Der wird penetriert. Und noch einmal Donnerschock und ich glaube, jetzt erreicht es Level 12.
Ja! Und Kokuna Bibor. Wie wär's mit Eminem-Fan? Der könnte die EPs ganz gut gebrauchen. Ich darf mal dann gleich nochmal zum Heilen gehen, ey. Das ist der Wahnsinn. Ja. Gleich down. Was? Mir nicht? Du hast mich eiskalt erwischt. Tja, in your face, sag ich da lieber mal. Eminem Fan, geht doch mal darüber. So, dann wird das schon passen. Haben wir überhaupt... Nein, ja, wir haben einen Orden. Ist aber auch cool. Wir schauen mal, ob wir überhaupt... Nein, haben wir natürlich nicht. Wir müssen noch mal kurz zurück. Ich hätte einen weiteren Teamkollegen eigentlich, aber... Es gibt diesen Teamkollegen gibt es leider erst in Johto. Also in den Pokémon Gold, Silber, Kristall Edition. Und das wäre ein sehr cooles X-Bart. I love X-Bart. Das habt ihr ja, glaube ich, schon im Pokémon Kristall Display gesehen, dass ich da ein X-Bart habe, oder? War das da mit dabei? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh, das ist schon so lange her. Ein Kleinstein. So, so, da hat der Rocco also seinen Kleinstein her, ne? Geht weit gar nicht. Einfach mal nochmal hier kämpfen. Was gibt's? Meine Kumpels müssen gleich hier sein. Ja, deine Bodyguard kannst du dir sonst wohin wischen. Du Faltenauge. Pipi. Level 14 habe ich. Oh Mann, ey, ich habe gemeint, die hätten Mirator und Fenster. Ich glaube aber, die kommen dann irgendwo dann weiter oben. Oh Mann. Ja, ich habe eine Kugel gerade rechts neben mir und kann sagen, wann der nächste Trainer kommt mit welchem Pokémon. Und das ist richtig jetzt scheiße. Ich hasse es, wenn Pipi oder Pummelluft Gesang einsetzt. Das habe ich schon früher so gehasst. Hat keine Wirkung. Du hast auch keine Wirkung mehr, dann du verbrennst jetzt gleich. Qualvoll, so wie ich es liebe. Tschüss, Motherfreep. Immer noch kein Level up. Bug, ich nutze einen Bug aus. Ich hab verloren. Ja, hol mal deine kleinen Bubis da. Und das nächste Pokémon ist Zubat. Genau das meinte ich. Wenn es hier schon X-Bad geben würde, dann würde ich jetzt das Zubat fangen und es dann zu einem Golbat weiterentwickeln lassen und danach zu einem prächtigen X-Bad. Ja, jetzt langt. Gibt es schon hier Shiny-Pokémon? Nee, ne? Weil es... Ich glaube da... Nee. Glaube ich ja nicht. Wenn, dann wäre es ja im Epic-Fail. Hallo? Hey, schleich nicht so herum. Ich habe doch den Gegenangriff gemacht, nicht du. Ich schaut aus wie James. Magnetilo. Ah, ist ja nicht Typ Stahl. Oh Mann, ey, nur Typ Elektro. Es gibt ja keine Stahltypen hier. Langweilig. Sonst wäre es sehr effektiv gewesen. Was aber Magnetilo dann später auch bekommen hat, ne? Typ Stahl, Elektro. Was auch wirklich besser zu ihm passt. Sonst hätte man nicht jetzt die KP verloren. Ja, okay, aber wenn man jetzt Kratzer einsetzt, ist ja auch dann nicht sehr, ist dann auch normal effektiv und nicht effektiv. Level 16, das bedeutet, es entwickelt sich dann bald. Wunderbärchen, alles klärchen. Wollte mal. Das hört sich an wie Salami. Der Ruf von Wollte mal ist echt verdammt lustig. Oh, Kreideschrei. Ich liebe es. Wie so eine Droge, ey. Ja, gleich nochmal an hinterher, ne? Hast schon recht. Und tschüss. So, jetzt ist es soweit. Meine Pokémon bringen es nicht. Hey, Eminem-Fan entwickelt sich. Eminem-Fan wurde zu Glutexo. Sehr schön. Das freut mich. Was haben wir hier? Wir haben hier einen Trank. Und was haben wir hier? Ein Pokémon. Ein nerviges Zubat. Wunderbar. So, mein Dickerchen. Was kann ich sagen? Mein Dickerchen.
Wir werden jetzt Pika Girl weiter vorstellen, weil wenn lauter Zubats kommen, ist es idealerweise für Pikachu geeignet. Und wir haben Sonderbomben gefunden. Nice! Und was haben wir hier? Ein Flugzeil. Was eigentlich relativ scheiße ist. Und ein Zubat. Genau deswegen habe ich Pika Girl jetzt nach vorne gestellt. Denn wir setzen jetzt einmal schön Donnerstock ein, weil es Typ Flug Zubat, ne? Also, es hat überlebt. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Deswegen nochmal ein Donnerstock hinterher. Es wird langsam Zeit, dass Pika Girl Ruckzuckkeeper lernt. Ich glaube, es ist Level 30 oder 14 soweit. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Ich hätte Schutz kaufen sollen. Gibt es das hier dann schon? Ich weiß gar nicht. Ja. Wie ich es liebe. So, ich glaube, sie hat Mirapler und Knofenta hier. Deswegen werden wir jetzt mal Eminem-Fan nach vorne stellen. Ich glaube es nicht. Ich weiß es. Wow, hier drinnen kann man sich leicht verlaufen. Ja, toll. Jetzt sieht ihr gerade das Skype unten rechts. Du. Mirapler, okay. Und dann glaube ich noch Knofenta war das. Aber ich frage mich, warum Mirapler schwarz ist. Ja, okay, weil da gab es ja noch keine Farbe. Ne? Alles schwarz-weiß natürlich. Auf dem Gameboy, aber auf dem Gameboy Color war es dann anders da. Da hat es dann mit Pokémon, lass mich sagen, Kristall, glaube ich, dann angefangen mit den Farben. Was ziemlich nice ist. In der Spezialedition. Haha. Und gleich erreicht der Level 17. Hammer. Und Knopfhänder, schau, ich verstehe nicht, warum ich das weiß. Ich glaube, das ist in meinem Kopf so eingeprägt von der Kindheit her. Weil mich der, ich habe Pokémon Rot bestimmt, weiß nicht, wie oft da durchspielt gehabt. 6-7 Mal oder so. Hat alles Spaß, man. Ich habe da jeden Trainer mitgenommen. Ich weiß, wir haben vorhin auch einen Trainer und einen Link, weiter unten haben wir auch, ausgelassen, aber ich habe da jetzt keinen Bock gehabt, gegen ihn anzutreten. Nein, ich habe verloren. Ja, du hast verloren, ich weiß. Ah, warte mal, da haben wir ja noch was vergessen. Apropos, wir müssen mal wieder Pika Girl nach vorne stellen. Und zwar hier. Da geht's runter. Und da halten sich manchmal immer Paras auf in diesen Räumen. Was eigentlich auch ein cooles Pflanzen-Pokémon früher eigentlich war. Und da verstecke ich ein Item. Na, gleich verstecke ich ein Item. Siehst du ein Paras? Wie schaut mir den Augen? What you doing? Guin. Und das ist ein KP Plus. Und was? Muss mir immer unterbrechen. Und wie ihr hier sehen könnt, handelt sich hier auf dem Mondberg um Team Rocket. Oh yeah, man. Kommt nur her. Wir sind das Team Rocket, die Pokémon-Räuber. Muhahaha, hust. Ja, ja. Hat mit der Peitsche sogar, also. Und ein Sandan. Wow, und ich habe Pika Girl da vorne gestellt. Das ist ja mal wunderbar. Sandra, du das auch mal hier in dem Part mal erscheinen. Komm, Zickenkrieg. Setz auch gerade sein. Bam. Sandan hat auch eine starke Verteidigung. Da muss man echt aufpassen. Entschuldigung, aber ich muss jetzt etwas skippen, weil es ist halt einfach scheiße, wenn er immer Sandwirbel einsetzt. Und dann irgendwie die Attacken nicht trifft, das war schon früher so nervig, ey. Das ist ja, ja. Nee, Pokémon ist nicht nervig, aber manche Stellen sind schon nervig. So wie das hier dauert. Und tschüss. Und ein Zubat. Jetzt ist Pika Girl an der Reihe. Oh yeah, man. So, Donnerschock. Mindestens die Hälfte. Jo. Super schauen. Nein. Oh, zum Glück, sonst wären wir jetzt verwirrt gewesen. Oh, da hilft eine Beere. Nein, Leute, es gibt hier keine Beeren. Leider nicht. Level 13. Oh yeah.
Oh, er lernt leider noch keinen Ruckzuck-Hieb. Das ist schade. Nein! Ich hab's vermasselt. Ja, du vermasselst sowieso immer alles. Nein! Andersrum. Aber das ist ja wie so eine tödliche Gefahr, ey. Bin ich froh, dass wir da dann bald draußen sind. Da geht's dann eigentlich entlang, aber... Nee, es geht weiter drüben dann lang. Oben links dann. Bist du auch Forschungs... Ja, irgendwas bin ich. Mhm. Oh, ein Teenager. Oh Gott. Da muss man aufpassen, dass man nicht der Fäuste bekommt dann. Oh yeah, Donnerschock. Wie gesagt, Radfahrt hat eine schwache Verteidigung, dafür einen starken Angriff. Und da ist Radfahrt nicht zu unterschätzen, wenn es zum Beispiel Hyperzahn oder Superzahn erlernt, dann sind wir down. Down, down, down. Und sag mir nicht, der dreimal Radfratz. Und ein Volltreffer. Auch nicht schlecht. Oh, ein Superjoe, okay. Das geht eigentlich. Und down. Haha, zweimal Volltreffer ineinander. Das ist ja mal Glückssache hier vom Feinsten. So, Dave besiegt Teenager und Dave sagt jetzt halt in diesem Part mal adieu. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich würde mich natürlich wieder auf den Daumen nach oben freuen. Wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play Pokémon Rot. Bleibt anständig, ne? Tschüss.